Das Gespräch hat mich verwirrt. Aber ich kann ja auch nicht leugnen, dass wir uns einfach sehr gut verstanden haben. Absolut, das geht mir ja genauso. Was ich vielleicht ein bisschen sagen wollte, ist halt, ja, dass ich halt noch nicht, sag mal, das sexuelle Verlangen im Moment habe. Und was denkst du, macht es mit mir, wenn du mir dann sagst, du hast ein Idealbild von irgendwie einem ganz anderen Typ? Was denkst du, wie kommt das bei mir an? Ja, nicht gut. Also ich, klar, ich habe auch gesagt, sozusagen, ich bin sozusagen von einem Fettnäpfchen ins nächste Fettnäpfchen reingetreten bei unseren Gesprächen. Aber wollt ihr eigentlich nur damit sagen, dass wir halt wirklich auf einem guten Weg sind, aber halt noch nicht perfekt ist. Letztendlich frage ich mich, reicht uns die Zeit hier überhaupt noch? Zweisamkeit ist die einzige Lösung. Und im Endeffekt kann man es halt einfach nur über einen Kuss oder allgemein über Körperkontakt kann man es eigentlich nur herausfinden, ob das dann halt wirklich passt, ob man da was spürt oder halt nicht. Ich weiß. Hm. Was weißt du denn? Ich bin nicht gleich. Nee, du bist wirklich ein richtiger, ein krasser Pflegefall bist du. Aber bin ich die Arbeit wert, ist halt die Frage. Ach man. Ist auf jeden Fall schön, mit dir wieder hier zu deiner Zeit und allgemein mit dir zu verbringen. Das freut mich.